Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es war in der Verfassungskommission Konsens, die Anhörungen, die Gutachten, die die beiden Expertinnen vorgelegt haben, wurden intensiv beraten, und Sie haben es dann letztendlich scheitern lassen, weil Herr Witzel jetzt eben dazwischen gerufen hat bei der Rede des Kollegen Zimkeit: Warum machen Sie es denn dann nicht einfach mit der Verfassung? Ja, Sie haben das Ding doch über die Klippe gehen lassen, weil Sie sich so sehr fürchten vor 350.000 Jugendlichen, die demnächst wählen könnten. Deswegen haben Sie das Ganze, den ganzen politischen Korb doch hinten überfallen lassen. Und der Kollege Kamit hat in der Debatte zum Wahlalter sich hier hingestellt, um von seiner offensichtlichen inhaltlichen Lehre abzulenken und dann dieser Debatte jetzt vorzugreifen. Er hat sich hier hingestellt und hat gesagt, wichtiger für die Jugendlichen wäre eine nachhaltige Politik, die Beendung der höchsten Netto-Neuverschuldung. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie jetzt wieder hier die Geschichte aufmachen: Wir wollten die Schuldenbremse nicht einhalten. Wir wollten sie nicht in die Verfassung machen. Dazu habe ich eben in die Verfassung schreiben. Dazu habe ich eben was gesagt. Aber wenn dann immer wieder auf Facebook, auf Twitter unterstellt wird, wir würden gar keine Schuldenbremse, wir würden sie nicht einhalten wollen, dann kann ich Ihnen nur sagen: Vorsicht an der Bahnsteigkante. 80% geringere Netto-Neuverschuldung als 2010. Wir geben mit dem Haushalt und den Ergänzungen, die das Kabinett gestern beschlossen hat und auch öffentlich gemacht hat, wir geben von jedem Euro 40 Cent für Bildung aus und damit über 40% mehr als bei Ihnen. Und wenn Sie dann jetzt hier wieder kommen mit Ihren Rechnungen, Mehreinnahmen, wo sind Sie denn geblieben? Wir haben dreimal mehr Steigerungen im Schuletat. Wir haben 42,5% mehr bei Wissenschaft. Wir haben 50% bei der Kindspauschale bei U3 rausgepackt. Und es gibt kein anderes Bundesland, was seine Kommunen so sehr unterstützt, mehr als jeder dritte Euro aus dem Landeshaushalt. Und trotzdem die Netto-Neuverschuldung um 80% gesenkt gegenüber Ihrer Bilanz 2010, meine Damen und Herren. Und dann der weitere Vorwurf, der jetzt sicherlich gleich von dem Kollegen Oppenrenk kommen wird: Es würde eine Regelung, die löchrig wäre, es würde keine stramme Schuldenregel, wir wollten uns da irgendwo rausmogeln. Dann empfehle ich Ihnen als Lektüre mal das, was die Kollegen in Bayern unter Schwarz-Gelb damals eingeführt haben, was die Kollegen in Hessen unter Schwarz-Gelb eingeführt haben. Dann machen Sie bitte mal eine Synopse und dann belegen Sie gleich in Ihren Reden, wo sich diese Regelungen unterscheiden. Das können Sie nämlich nicht, weil die Regelungen fast identisch sind. Und Ihr eigener Gutachter, Herr Professor Waldhoff, ich habe es mir gestern extra auch noch mal angeguckt und mich rückversichert beim Kollegen Engsfeld. Er sagt, dass die Wiederholung des Grundgesetzes aus Artikel 109 Absatz 3 in die Landesverfassung oder in einfach gesetzliche Regelungen sinnvoll wäre. Wenn dann jetzt Sie behaupten, vorab in Pressegesprächen und in Verlautbarungen, es sei ja eigentlich nicht notwendig, das zu tun, da stünde ja gar nichts anderes drin. Ja, dann lesen Sie doch wenigstens das, was Ihr eigener Gutachter für die Verfassungskommission Ihnen aufgeschrieben hat, meine Damen und Herren. Das ist doch irre. Es ist sinnvoll, bei Naturkatastrophen, bei besonderen konjunkturellen Schieflagen die Ausgaben des Staates, die Reaktionsfähigkeit unseres Parlaments. Wir haben in der Vergangenheit eine Reihe von Nachtragshaushalten hier beraten, eine Reihe von Ergänzungsvorlagen. Wir haben die Herausforderungen, die sich uns gestellt haben, bei den Geflüchteten angenommen, mit mehr Investitionen. Es ist sinnvoll, dass in Zukunft es auch möglich ist, bei diesen besonderen Ausnahmesituationen auch zeitnah zu reagieren und zeitnah die Maßnahmen zu treffen, dass wir eben nicht die Konjunktur abwürgen, aber dass wir auch nicht die Zukunftschancen junger Leute, junger Menschen in diesem Land verspielen. Zur Generationengerechtigkeit gehört nicht nur die Senkung der Netto-Neuverschuldung, sondern generationengerechte, nachhaltige Haushaltspolitik sind die Investitionen in Bildung, in eine nachhaltige Zukunft. Und genau das machen wir, und diesen Weg werden wir weitergehen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich jetzt hier gleich an Fakten halten und nicht irgendwelche Gespinster hier auftauchen lassen. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege.